So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dark Souls 3, zusammen mit Wörti. Hallo. Können wir jetzt die Treppen hochgehen? Nein. No. Du gehst dahin, wo du vor dem Bosskampf hin wolltest. Nein, nicht raus. Nein, nicht raus. Dahin. Ganz logisch, musst du dahin gehen. Du musst dein Becken da reinlegen. Ganz logisch. Kann ich dir Becken da reinlegen? Nein, sie ist tot. Und jetzt gibt's was zum Trinken. Boah, das ist schon abgelaufen. Ja, das läuft jetzt auf jeden Fall ab. Das ist wahr. Wie hat er die Schale darunter gekriegt? Köstliche, gute Frage. Köstlicher Traubensaft. Ich frage mich, ob das funktioniert. Tschüss! Gar nicht, wirklich gar nicht. Ja, anscheinend funktioniert es ja. Vor allem ist es eine super Konstruktion. Ja, da läuft Blut rein und dann kommt die Leiter runter. Weißt du, womit ich jetzt gerechnet habe? Hä? Dass da eine Treppe ist. Nein, man beachte den Boden. Nein, nein. Man beachte den Boden. Du bildest dir Sachen ein. Siehst du den Boden? Kletter jetzt auf die Leiter. Da hätte einfach nur klack, klack, klack. Alles ein Stückchen runter. Aber dann hätten sie das Level nach unten setzen müssen. Ja, und so ist es oben. Ja. Yeah. Na, viel Spaß, guck dich um. Wenn ich so drüber nachdenke, ein Boss ist gar nicht so weit weg. Nee, der lügt. Er lügt fast. Da ist keine scheinbare Wand. Ergo, er lügt. Was ist los? Er hat ein Schild! Tritt's weg! Ich hab den Hufeisenring nicht ausgerüstet. Hier doch ohne. Das war dein Unter, oder auch nicht? Ja. Wie bist du? Vorsicht! Ich dachte, das explodiert schneller. Hm. Ich bin so gerade nicht getroffen worden. Weiß ich nicht. Ich will nicht in den Vogelkäfig, ich habe Angst vor Patches. Ach, warte, Patches ist tot. Patches ist Vergangenheit. Patches war einmal. Was ist los? Angst vorm Eis? Oh, warte, da ist noch eine andere Ebene. Nein. Ich dachte, deswegen fährst du hoch. Nein. Aber jetzt fahre ich das irgendwie runter. Sieht eigentlich aus wie der richtige Ausgang. Garten des verzerrten Königs. Ja. Ja, wieder diese Gärten. Hier war ich auch mal, als wir gequatscht haben. Nein, hast du da auch umgeschrien gehabt, dass wie dumm und scheiße das alles ist? Nein, eigentlich nicht. Das Gebiet ist okay. Ist hier noch irgendwas? Ein Aufzug. Ja, Aufzug gefällt mir schon mal. Laufen aber Brocken. Laufen aber eins auch Gegner rum. Nein. Das sah richtig aus. Ich weiß auch nicht, was das am Boden ist, aber es vergiftet dich. Ich sehe das immer als giftiges Eis. Ich würde behaupten, das ist Rimuru. Aber der ist nicht giftig. Aber schleimig. Das war. Ich hab gestern. Hä? Wieso bewegt er sich nicht?
Der Mitleid. Ich sehe schon. Ich habe gestern tatsächlich einen Hentai zu Nibiru gesehen. Oh. Weißt du, von sowas halte ich mich immer möglichst fern. Ey, war der nicht so schlecht? Ich dachte mir in dem Moment, als ich ihn gelesen habe, ja. Hätte ich versucht, weil ich wahrscheinlich auch probiert. Nur nicht so. Komm schon, du bist ein Schleim! Ja, ich sehe deinen Punkt. Komm schon! Ich sehe deinen Punkt. Du kannst, komm schon! Ich sehe da viel Potenzial in gewissen Sachen. Das ist kein Eis. Ich sag jetzt Schleim. Das ist Grimu. Ich meine, du kannst sogar deine. Naja, deinen Freudenbereich nachstellen. Du kannst sogar den machen, den du willst. Anime konnte das nicht. Aha, das auch nicht versucht. Weiß ich nicht. Musst du ja nur mal von jemand anderen analysieren. Ich find's interessant im Anime, dass er. Da unten gucken wir uns später um. Ich werd's vergessen. Dass er gewachsen ist, als er zum. Du weißt schon. Das ist nein, fast. Er ist gewachsen gewesen, als er sich weiterentwickelt hat. Er wurde, du meinst mit menschlicher Form? Ja, seine menschliche Form wurde größer. Oder ist sie? Aber seine schleimige Form nicht. Das ist richtig. Nein, Domi. Hätte ich nur. Ich meine, ich verstehe die Leute. Es ist halt einfach mittendrin abgeschnitten. Ja. Ein kleiner Raum wäre sinnvoll gewesen. Ja. Kleiner Raum, Gegner. Seele eines nicht ganz so starken Ritters. Vermutlich. Aber ja, wäre ich so ein Schleim, ich würde Dinge tun. Nee, nicht nur perverse. Ich würde eine Stadt gründen. Ich meine, kann er sich sein Aussehen aussuchen? Nein, oder? Er kann sich nur in den Menschen verwandeln. Ich glaube, er kann sich sein Aussehen aussuchen. Kann er? Ich meine, er hat das nur bekommen, als er sie quasi gefressen hat. Oh Gott. Ist übrigens ein starker Gegner. Ich glaube, der starke Gegner ist deswegen stark, weil der andere starke Gegner dahinter hängt. Und ihn die ganze Zeit heilt. Na, das auch. Aber allgemein ist er doch echt stark. Du musst das den Kleinen ausschalten, glaube ich. Ich meine, das würde ich versuchen. Nein! Oh, Damage! Hallo, Katze. Jetzt den Kleinen. Da will er ihn parieren. Guck dir den Poser an. Oh fuck. Was machst du da? Ich wollte ihn anvisieren und dann hat die Kamera wieder. Achso. Sind's nur noch wir beide, mein Freund? Jetzt bist du nur noch ich, mein Freund. Aber hast du gesehen, wie ich ihn geparried habe und dadurch den anderen gekillt habe? Hab ich gesehen. Ja, das sah schon richtig gut aus. Das wird auch mir geschehen. Bekommst du ein cooles Schwert? Ja, Schwert. Okay, warum kann man das denn zum Beispiel sich einfach aufheben? In einem realistischen Spiel würdest du einfach das Ding nehmen und damit weiterkämpfen können. Meinst du, wie Breath of the Wild? Ja, zum Beispiel. Meinst du, ich liebe es? Breath of the Wild ist auch eins von diesen Spielen, dass du trotz, dass die Waffen an jeder Ecke rumliegen. Oh nein! Oh, muss das sein? Rückzug!
Ein Rückzug, Tommy! Was verstehst du? Ich habe Rückzug! Hey, da hinten kommt er. Hallo! Ist vorbei! Oh, der Rückzug. Den Rückzug habe ich irgendwie gar nicht richtig registriert. Was meintest du mit Breath of the Wild? Die Waffen sind ja im Endeffekt wertlos, weil sie an jeder Ecke rumliegen, aber trotz allem durch die unterschiedlichen Stats und so weiter hast du halt immer so Waffen, wo du denkst, jo. Ja, vor allem momentan halt, da, weil ich so viel Gegner kill und alles, bekomme ich so gute Waffen. Das ist halt immer so ein, oh mein Gott, diese Waffe! Das ist meine neueste, stärkste Waffe! Die werde ich so lange aufheben, bis ich eine neue, stärkste Waffe habe, die wahrscheinlich nicht passieren wird. Stehst du? Die benutzen dann nie. Ja. Aber ich habe was Interessantes rausgefunden, das erzähle ich dir jetzt einfach. Wusstest du, dass du auf Leuen draufsteigen kannst? Sie reiten? Du kannst sie für sie bis in ein paar Sekunden reiten, dann schmeißen sie dich runter. Du kannst quasi von oben drauf fallen lassen oder du kannst sie einen Headshot geben, dann kannst du aufsteigen auf sie. Und während du auf sie draufsteigst, kannst du auf sie zuschlagen. Da machst du Schaden. Und was ich lange nicht wusste ist, solange du auf ihn sitzt und zuschlägst, verliert deine Waffe keine Haltbarkeit. Das heißt, ich benutze natürlich meine stärkste Waffe, wenn ich auf ihn drauf bin. Ich habe gerade so eine Theorie, warum sie so viel Schaden machen. Rückzug. Kein. Was ist der andere denn? Ach, der ist hinter dir. Vielleicht. Wo? Da ist er ja. Der andere geht wieder. Damit das rumläuft, funktioniert ohne Anvisier nicht. Funktioniert auch mit Anvisier nicht. Jetzt macht das gleiche wieder. Du bist langsam. Naja, das ist im Grunde das Gebiet kurz vorm Ende. Obwohl das Gebiet ziemlich groß ist. Ziemlich, ziemlich groß. Habe ich schon Tendenbrücken? Kann ich meine Waffe schon wieder verbessern? Ja, ne? Ich glaube ja. Ein. Ich hätte vorher schon einen. Du brauchst? Zwei. Zum Glück reden, dass du den anderen immer triffst. Ja, das bringt mir aber nicht das Glück. Also mit dem großen Schild ist ja gar nicht so schwer. Hätte ein ziemlich schnelles Schwert. Ist auch kleiner als deins. Find's aber cool, wie du mit deinem Schwert, wenn du zuschlägst, einfach deine Ausdauerbalken leer machen kannst, weil du mit jedem Schlag stackerst. So, wie guck mal nach rechts. Ich weiß. Wieso gehst du da nicht hin, wenn du es weißt? Ich weiß es nicht. Komm. Und den kannst du ganz einfach rumtänzeln, der hat nur einen Speer. Er ist ein Schwächling. Er hat noch ein Schild, Mutti, er hat noch ein Schild! Es nützt ihm nichts, wenn er Schild auf Schild haut! Ja, oh mein Gott! Der tritt! Der voll geplant war! War der nicht geplant? Natürlich war er geplant. War der geplant? Wann hast du mich jemals einen Tritt geplant eingesetzt? Deswegen war ich so überrascht. Ja, dann hatte ich einfach mal Glück mit dem Tritt. Mach ihn doch einfach. Mutti? Ja? Wenn die Durchfallquote beim Treten nicht irgendwie 80% wäre. Ich verstehe dein Problem dahinter nicht. Das sind keine 80%. Das sieht unglaublich dumm aus. Vielleicht sind es 50%. Ich meine, ich gebe zu, meine Quote beim Tritt liegen auch nur bei
70%, 75%. Wenn ich das nicht mitberechne, wenn ich aus Versehen trete, weil ich es gar nicht will. Ja, die werden mit eingerechnet. Oh. Die mit. Da vielleicht 60. Der macht das auch ohne Buff, ganz schön schauen. Ja. Jedes Mal. Ich Das heißt, dass einfach hier rumrennen, den anvisieren, dann einmal draufhauen. Ja. Dann wieder weglaufen. Nein. Das Schild ausrüsten. Den Backstabben. Richtig. Das ist, was sich schaut. Muss einfach nochmal. Oder auch nicht. Da kommt ein zweiter. Ich sehe den Sinn deines Plans nicht. Ja, du bist so langsam. Du musst den killen, bevor der zweite kommt. Ist doch logisch. Hast du versucht zu parieren gerade? Nein. Die machen mir echt viel zu viel Schaden. Weniger als der andere. Einfach draufhauen. Vielleicht auch eine schlechte Idee. Das funktioniert nicht. Ich muss schneller schlagen. Wenn es einen Wert geben würde, in den ich skillen könnte, damit meine Angriffsgeschwindigkeit höher geht, würde ich ihn definitiv skillen. Oh, ich auch. Das wäre ein bisschen OP. Ja, du hättest ja dadurch dann weniger Stärke, also von daher wird sich das hier wieder ausgleichen. Ja, das wäre OP. Du hättest ja dadurch dann weniger Stärke, das wird sich hier wieder ausgleichen. Hast du die Leiche da gesehen, die hat eine Seele? Liegen bleiben! Oder auch nicht. Und dann manchmal dieses, du stehst hinter ihm, willst ihn einfach nur backstabben und er denkt sich so, nö. Ja, der ist sich wahrscheinlich gedreht. Da guckt die an und geht. Na gut. Trotz allem würde ich sagen. Dann gucken wir euch an und gehen. Genau, wir gucken euch an und gehen. Hört auf uns anzugucken. Hört auf uns anzugucken. Nein, wir wollen das nicht. Nein. Na gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.